Als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, machten Freunde und Bekannte immer Witze. Der Bestatter, passt bloß auf, da kommt er. Ich heiße Rosana Marquez und wohne auf diesem Friedhof. Ich habe mich daran gewöhnt, mit den Toten zu leben. Ich bin sogar auf die Welt bei ihnen gekommen. Darf ich Ihnen meine Großmutter vorstellen? Sie ist die Mutter meines Vaters und ist 2008 gestorben. Das ist jetzt 5 Jahre her. Wenn ich meine Mutter beerdigt habe, dann werde ich mich frei fühlen. Man sagt, das Leben ist wie eine Kerze. Du wirst geboren mit dieser entzündeten Kerze und nur Gott weiß, wie lange das Licht deiner Kerze brennt. Der Tod ist für mich das Leben.